Ja, schauen wir mal. Ist nun passiert. Ob wir es jetzt geschafft haben oder nicht. Aber ich glaube mal schon. Ja, durch die Frontscheibe geprasselt, ne? Weil wir haben ja jetzt die einen Unfallsequenz ja nochmal umgeschalten. Oh mein Gott, Und jetzt hat er was Nillen habe ich umgebracht. getan? Also wir haben jetzt einen Remix im Remix gemacht sozusagen. Mein kleiner Schatz. Krass. Gedankenüberladung, tippe ich mal. Was passiert nun? Was passiert nun? Das wissen wir noch nicht. Oh mein Gott. Sie hat sich sozusagen selber umgebracht. Mein Kind. Verzeih mir. Ich war nicht begabt, nur eine gute Schülerin. Du warst ein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig. Tu es. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung. Stopp. Ja. Töten oder nicht töten? Was passiert jetzt? Den Remixer neu gemixt. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa. Die Experimente, den Missbrauch, die Lügen. Die ganze Welt stirbt an zu viel Amnesie und falschen Erinnerungen. Das Grauen, das ich fand. Ist das das Ende? Ich weiß es noch nicht. Eine solche edle Idee. Nein, Charles. Jax. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Ah, guck mal, wer der ist. Du hast deine eigene Tochter als Versuchskaninchen benutzt. Und deine Frau Silla. Auch, wenn ich es zugelassen hätte. Du hast mir nie verziehen. Warum bist du heute hier? Weil ich dich geliebt habe. Und weil du immer noch ein Genie bist. Es tobt ein Bürgerkrieg, Charles. Ja. Hass, Angst, Unruhen, Leid. Alles, was du beenden wolltest. Wir sind schuld, Charles. Und es muss aufhören. Wir sind fast da. Wir müssen den Fluss an der Quelle unterbrechen. H3O abstellen. Das Sicherheitssystem ist unknackbar. Es sei denn... Es ist Zeit. Es sei denn, wir genehmigen den Zugang. Hm. Gemeinsam. Und voilà! Deshalb wolltest du, dass ich sie remixe. Nur sie konnten Zugriff zum zentralen Server gewähren. Richtig. So, Schwester, nun musst du den Job beenden. Was hat Edge vor? Zugangsprotokoll H3O. Stimmerkennung. Bereit. Memorize! Hominis Evolutio!
Was hat Edge vor? Seiler, Charles, Identität bestätigt. Zugang zu Memorial Servern frei. Oder Edge taucht gleich auf. Das kann natürlich auch passieren. Dass er sich einfach da reinschleicht sozusagen mit. Aber habe ich keine Ahnung. Du bist eine bessere, stärkere Cartier Wells als dein Vater und ich. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Hier, für dich. Ich brauche dein Gedächtnis nicht mehr. Was hat Edge vor? Als du noch klein warst, kamst du mich oft besuchen. Mit diesen Erinnerungen findest du deinen Weg. Das würde ich hoffen. Danke, Papa. Bitte, mein kleines Schlauchchen. Wir warten hier auf dich. Was passiert hier noch? Weil ist schon komisch, dass Edge jetzt gerade in diesem Moment sehr zynisch war. Ja. Leicht wird H3O abgeschaltet. Du hast es geschafft, Schwester. An einem Tag gelang dir, was die Terroristen in 10 Jahren nicht geschafft haben. Aber Verbrecher sind wir dennoch. Bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen? Ja. Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab. Dann ist alles vorbei. Wie kann ich H3O denn abschalten? Wie auch jede andere Maschine. Edge! Edge! Wie auch andere jede Maschine. Okay, Edge. Entweder wieder ein super Rätsel hier wieder vor uns. Sieht ein bisschen komisch aus hier, oder? Ah. Jax. Beeil dich, Jax. Papa mag es nicht, wenn wir hier unten sind. Düstere Erinnerung. Und wir müssen mal lang. Hier vielleicht? Ich weiß es nicht. Weg zum Büro finden, okay. Machen wir fix. Aber du kannst ja nicht schneller laufen. Lass mich nicht allein. Gut. Okay, ich glaube, die Dinger führen mich dann irgendwo hin. Hier lang. Klopf, klopf. Ich war kein sehr glückliches Kind. Jax war dein einzig wahrer Freund. Da bist du. Du hast nicht geantwortet. Lange hatte ich deine Erinnerungen nicht mehr erlebt. Fast vergaß ich, wie sie schmerzen. Was heißt neu erlebt? So viel Schmerz, Schwester. Wo sieht denn hin? Und so lang, so leer, so... wahr. Edge, du machst mir Angst. Weiter, kleine Schwester. H3O muss verschwinden. Der hat irgendwas zu verbergen. Steht fest. Entweder hat er uns die ganze Zeit schon verfolgt, ist die ganze Zeit hinter uns gewesen oder ist eine Erinnerung von uns. Weil das ist ja ziemlich so ein richtiges Zynische, was der dahinter haben will. Die letzte Zeit. Genug jetzt. Nimm meine Hand. Wir kommen zu spät. Wow. Und da bin ich. Hier, wo alles begann.